Ja, Leute, jetzt wisst ihr, der André hört WDR 2. Wir sind gerade auf dem Weg in die Kölner Innenstadt. Hier ist heute das Columina. Das ist ein Kölner Design-Kunst-Licht-Event zum allerersten Mal. Der ist am Schokoladenmuseum und in der Nähe vom Römisch-Germanischen Museum bis hin zum Zeughaus in Köln. Verschiedene Lichterinstallationen von verschiedenen Künstlern installiert worden. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Da fahren wir jetzt gerade mal hin. Ja, das sind die Locations, die Künstler und hier haben wir die Karte. Alles in der Nähe, alles in unmittelbarer Nähe. Ich vergesse mein LSD zu nehmen, von daher gefällt mir das nicht so sehr. Aber egal. Das war jetzt die erste Station hier am Schokoladenmuseum von diesem Design-Licht-Kunst-Event hier. Ist ja nett gewesen, aber ist kein Vergleich jetzt mit dem Lichterfestival in Eindhoven oder mit dem Original-Lichterfest in Lyon in Frankreich. Das ist natürlich ein ganz anderes Level, was da unterwegs ist. Da gucken die sich vorher, holen die sich die ganzen Architekturpläne von so einem Gebäude und mappen dort, machen Mapping, machen das, was mit dem Arbeiten mit dem Gebäude, mit der Architektur des Gebäudes. Und ja, das ist ganz okay hier für Köln. Kölner Verhältnis ist das gut. Für Kölner Verhältnis ist das echt gut.
nicht, das war ein Rahmen hier. Wahnsinn. Das ist schön. Und da oben, da ist der Beamer. Jetzt noch 18, 19 Grad, dann werdet ihr geil. Und ein Eis in der Hand. Aber wir haben März und wir haben 6 Grad. Ich finde das gut, dass die Stadt sowas unterstützt, dass sowas überhaupt gemacht wird in Köln. Statt immer dieses Festival der Lichter hier, wo das ganze Knallerei, wo Leute alle nur saufen und rumstehen. Und da hier nur Dreck und Müll rumliegt. Nichts gegen Feuerwerk, ne, aber das ist auch nicht gut für die Umwelt. Hier kommen die Leute rum, die gehen von einer Station zur nächsten, unterhalten sich. Die Künstler beschäftigen sich mit der Architektur. Es ist ein kultureller Aspekt dahinter, mehr als bei so einem Knallevent. Wo sie Feuerwerk hochjagen. Finde ich gut. Da guckst du mal hier diese schöne. Das ist ein Neubau hier. Das hätte ich mir nie angeguckt. Hier. Das ist eine richtig schöne Anlage hier. Immer hier. Richtig toll gemacht. Ganze Finger in Lyon an. Die Jungs in Lyon in Frankreich haben ja dieses Lichterfest ins Leben gerufen als Event für die Stadt und das zieht sehr viele Besucher jedes Jahr an. Auch ich werde dieses Jahr versuchen, dorthin zu kommen. Das ist 1A. Und das ist sowas hier in ganz, ganz groß. Tja, sind die Vandalen. Hat er einen Vandalismus betrieben? Hat er den Seidenstuhl da reingeschmissen? Um cool zu sein. Ich nehme mal solche Kunstbahnhausen. Da macht einer was. Da stellen die hier so eine Firma, die Firma Bauwens, die das hier gesponsert hat, die Location. Und wahrscheinlich auch die Ausstellung. Die geben hier den Raum ein. Da kommt einer rein, rennt da rein und schmeißt das Ding kaputt. Ist ja kein Wunder, dass da keiner mehr was macht. Naja, wir leben in dekadenten Zeiten, Leute. In dekadenten Zeiten. Oder Gabriele Krone-Schmalz. Tom Beilich hat sich auf der Suche nach der das Thema Presse, ich höre den Trapsen. Das, was die Bevölkerung empfindet. Das ist ja mal interessant. Wir sind hier im Museum für angewandte Kunst in Köln. Der Kassel.
oben ist ein Sensor. Da oben. Das ist der Beamer, das ist der Sensor. Ich hoffe, es hat euch gefallen auf dem Kulumina, dem internationalen Lichtkunstfestival in Köln. Oder internationales Lichtkunstprojekt Köln. Täglich von 19 bis 24 Uhr, Eintritt frei. Ich fand es interessant. Ich meine, ich habe jetzt nicht, hätte natürlich nicht sowas erwartet wie das Lichtfestival oder das Lichtfestival in Eindhoven oder in Lyon. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, aber dass hier sich Sponsoren finden und Galerien oder auch Museen, die sagen, wir machen da mit, das ist eine großartige Sache. Das ist absolut lobenswert. Das ist hervorragend. Das bringt die Leute, es sind Leute da, es ist eiskalt. Und hier laufen Leute von Spot zu Spot. Es ist genial. Ich finde es super. Ja, hoffentlich kommt das nochmal wiederholt, weil ein wirklich tolles Also wenn, ihr habt jetzt nicht jede Location gesehen, ich fahre jetzt nicht mehr in die KAM. Ich habe zwar eben noch gehört, Kunsthochschule für Medien soll sehenswert sein, aber ich schaffe das von der Zeit nicht mehr. Ich schneide noch schnell das Video und setze das rein. Ne? Findet ihr bestimmt andere Informationen noch im Netz.